Hallo liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottbolzers Rot-Weiß, unser RWE-Podcast. Und wie immer heiße ich euch alle herzlich willkommen hier um kurz nach 9 heute Abend, nicht ganz pünktlich, aber fast wie in gewohnter Manier, natürlich mit einem Gast am Start. Den möchte ich als erstes begrüßen, vorstellen muss ich ihn nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Jeder, der schon mal an der Hafenstraße war, der kennt ihn natürlich und freuen uns sehr, dass er wieder da ist, zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Erwin Kuhn, herzlich willkommen. Dankeschön, freut mich wieder da zu sein. Sehr, sehr gerne, schön, dass du da bist und natürlich auch Atze Lorenz oder auch Stefan Lorenz, aber wir kennen ihn nur als Atze, unser Experte, unsere zweite RWE-Legende hier heute am Start. Nur Legenden hier, Stefan Sandau noch im Hintergrund in der Regie, den begrüße ich natürlich auch recht herzlich, auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt, wir können ihn sehen und er grinst und er freut sich natürlich wieder heute auch dabei zu sein. Ja, wir haben einiges vor natürlich, wollen über Sportliche reden, über die aktuelle Situation, über den Aufstiegskampf in der Regionalliga West, der unseren RWE ja Gott sei Dank auch in diesem Jahr wieder betrifft, allerdings aktuell sehr, sehr eng, sehr, sehr spannend und ja, wir hoffen natürlich alle, darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen über Daniel Davari sprechen, die Suspendierung unter der Woche, die uns natürlich auch alle sehr beschäftigt, wo wir darüber reden wollen, war das richtig, war das falsch und wollen natürlich auch nochmal auf die Partie gegen Lippstadt gestern Abend schauen und dann einen Blick in die Zukunft wagen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich möchte natürlich erstmal wissen, und ich glaube, das interessiert uns alle, wie es unserem Gast eigentlich geht, was er so macht im gar nicht ganz so weit entfernten Holland, in den Niederlanden. Erwin, wie läuft's? Wie geht's dir? Bist du gesund? Was machst du so aktuell? Wie geht's dir? Ja, erstmal grüße ich alle Leute, die dabei sind heute. Und wie gesagt, ich freue mich, wieder dabei zu sein dürfen, für das zweite Mal. Mir geht's eigentlich richtig gut. Ich bin froh, dass die Corona Scheiße, so mal zu sagen, vorbei ist oder großen Teil vorbei ist und das Leben wieder ein bisschen normal wird. Und jetzt können wir wieder ein bisschen mehr auf die Fußballplätze kommen, wir können dürfen wieder ins Stadion zu gehen. Und das Leben fängt wieder ein bisschen normal zu werden und das ist, denke ich, ganz wichtig für jeden. Das ist stark, ja. Also erstmal schön, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Wie sieht es aus mit deinen Hafenstraßenbesuchen eigentlich? Warst du diese Saison schon da oder hebst du dir das auf fürs hoffentlich ganz große Finale? Nein, ich war zufällig letzte Samstag im Stadion gewesen, gegen Gladbach 2. Ja. Leider hat es nicht gereicht zum Sieg. Aber ich versuche jedes Jahr 4, 5, 6 Mal im Stadion zu gehen, um alte Leute wieder zu treffen und ein bisschen Spaß zu haben und ein bisschen Unterhalt über Rot-Weiß, weil der Verein geht mir immer noch am Herzen und ich freue mich immer wieder da zu sein. Das hören wir alle sehr gerne und für die Fans natürlich auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt gerne eure Fragen in den Chat, in die Kommentare rein. Wir versuchen die Fragen dann am Ende der Sendung auf jeden Fall mitzunehmen und sie dann auch Erwin oder Atze oder mir oder wem auch immer die Frage gilt, vielleicht auch uns allen weiterzugeben und dann natürlich auch zu beantworten. Wir haben gerade schon im Vorfeld gesagt, wir wollen natürlich gar nicht so lange um den heißen Brei heute herumreden, sondern wirklich schnell auch zur sportlichen Situation kommen, weil ich glaube, das ist das, was im Moment jeden beschäftigt. Ich glaube, jeder RWE-Fan wird aktuell morgens wach und fragt sich, boah, überholen wir Münster noch? Schaffen wir das noch? Wie geht's weiter? Gegen wen spielen wir als nächstes? Wie viele Tage noch bis zum Spiel? Und dazu gehört natürlich auch das, was innerhalb der Mannschaft passiert. Wir sehen es hier gerade schon auf der Grafik, Daniel Davari. Kapitän gewesen, Nummer 1 von Rot-Weiß Essen gewesen, Rückhalt. Ich kann mich persönlich an viele starke Spiele von ihm erinnern, auch in der letzten Saison im DFB-Pokal wären, glaube ich, ja, solche Dinge gar nicht möglich gewesen, ohne so einen Torhüter. Und jetzt vor ein paar Wochen wurde dann degradiert zur Nummer 2 und jetzt wurde er suspendiert und ist gar nicht mal mehr Teil des Kaders. Atze, du bist sehr, sehr nah dran, ja immer in der Regel bei den Spielen auch dabei. Du redest viel mit den Leuten. Vielleicht steigen wir bei dir mal ein. Wie hast du das wahrgenommen und wie findest du diese Entscheidung? Ja gut, jetzt aus der Ferne. Also so nah bin ich jetzt auch nicht drin, dass ich da ein Urteil fällen kann, was jetzt glaube ich, neutral ist. Man kann es nur aus der Ferne sehen. Und ich gehe mal davon aus, dass man da jetzt wirklich diesen Fokus brutal auf die letzten Spiele legt, dass man, ich sag mal, alle Nebengeräusche ausblenden will und dass jetzt Davari sicherlich jetzt keiner ist, der zwingend auf der Bank den guten Typen macht und die Eins pusht, glaube ich, ist menschlich nachvollziehbar, weil er, glaube ich, auch gezeigt hat, dass er auch eine klare Nummer 1 ist und im Winter im Endeffekt ja auch mit der Kapitänsbinde das Ganze nochmal unterstrichen worden ist.
ja, dass das jetzt ja so extrem und in der Funktion hätte, glaube ich, keiner gedacht. Aber ich gehe mal davon aus, dass im Hintergrund sicherlich, oder wenn man die O-Töne liest von Christian Neidhardt und Jörn Nowak, dass er ja sich vielleicht nicht so verhält, wie man sich das gerne wünschen würde, als Nummer zwei oder auch als Kapitän. Dann kann man so ein bisschen vermuten, dass er mit der Rolle absolut nicht zufrieden ist und sich wahrscheinlich auch dazu hin geäußert hat. Ja, ist mutig, ja, in dieser Phase jetzt da klare Kante zu zeigen. Wichtig war es natürlich, dass sie gestern gewonnen haben. Wenn sie gestern jetzt nicht gewonnen hätten und die Meldung wäre ja so oder so rausgegangen, gehe ich mal davon aus, dann ja, hätte schon für mehr Unruhe gesorgt. So ist man jetzt erstmal mit dem Sieg besänftigt und konnte diese Nachricht ja, sag mal, rausfeuern, ohne dass es richtig jetzt aufkeimt. Aber ja, aus der Ferne betrachtet, sicherlich hätte das oder hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es wird sicherlich seine Gründe gehabt haben. Erwin, nehmen wir dich natürlich auch gerne mit rein. Es ist jetzt in dieser Saison die zweite Suspendierung bei Rot-Weiß Essen eines ja vermeintlichen Topspielers. Ja, Dennis Grote, erinnern wir uns auch noch aus der Hinrunde. Da gab es dann plötzlich die Wechselgerüchte oder seinen Wechselwunsch. Er wäre da gerne zu Preußen Münster gegangen, wie man hört. Das Ganze wurde abgelehnt und am Ende kam dann auch dabei raus, dass Dennis Grote dann nicht einmal mehr Teil der Mannschaft, Teil von Rot-Weiß Essen war. Auch ein Spieler, der, wie ich finde, sehr wichtig war. Erwin, kannst du Daniel Davari ein Stück weit verstehen, dass man sagt, ey, wenn ich mich jetzt hier auf die Bank setzen muss, ich hatte immer den Anspruch, Stammtorhüter zu sein, da habe ich keinen Bock drauf? Oder sagst du, ist eher schwach, weil man muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen? Ja, ich denke, ich habe es ja aber auch mal erlebt, dass ich auch auf der Bank kam und in den ersten zwei Wochen bist du nicht zufrieden, was normal ist. Dann gehst du das Gespräch an mit dem Trainer, mit dem sportlichen Leiter. Und dann guckt man mal, wie man den Weg weitergehen kann zusammen. Aber ich denke, da ist etwas falsch gegangen. Und, aber ich sage, das ist nur Spekulation natürlich. Aber wenn es nicht mehr stimmt zwischen der Mannschaft und einem Spieler in so einer Situation, wo Rot-Weiß sich befindet, ja, dann muss man halt durchgreifen. Und da darf nichts stören, um einen Zielaufstieg zu schaffen. Und wenn dann oder auch wenn es ein Kapitän ist, wenn einer nicht mitmacht, ja, jeder so in der Linie durchziehen, die der Trainer möchte. Und wenn du nicht mit möchtest, ja, dann musst du halt zur Seite geschoben werden. So hart ist das im Profifußball. Ja, und man soll das akzeptieren, damit umgehen und weitermachen. Und wenn man das nicht akzeptieren kann, ja, dann hat man ein Problem als Spieler. Ja, klare Aussage, ne? Scheinbar Daniel Davari so gewesen zu sein. Also ich habe auch noch mal mit dem einen oder anderen Spieler in den letzten Wochen sprechen können. Und die haben natürlich auch gesagt, ja, der wurde natürlich von einem auf den anderen Moment mehr oder weniger rasiert, ja, wie man so schön sagt. Du gewinnst 1-0 in Wiedenbrück. Wiedenbrück, wissen wir alles, ein total ekelhaftes Auswärtsspiel. Wiedenbrück hält lange die Null, beißt, kämpft, ja, und dann schießt du das 1-0 und gewinnst dieses Spiel in Wiedenbrück, was RWE ja gefühlt in den letzten 5 Jahren nie gewinnen konnte. Und nach diesem Spiel wird er dann aber degradiert zur Nummer 2. Atze, war das sportlich gesehen, deiner Meinung nach, trotzdem in Ordnung zu sagen, jetzt muss Jakob Golz die Möglichkeit kriegen, oder warst du überrascht davon? Ja, ich war schon überrascht, dass er da, ich sag mal, das Spiel davor in Aalen sicherlich bei den zwei Standardsituationen alles andere wie gut aussah und dass die Gegentore auf seine Kappe gegangen sind. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich meine aber, mich erinnern zu können, dass danach eigentlich noch ein Interview war mit Christian Neidhardt, der, ich sag mal, Davari auch nochmal gestützt hatte, dass das auch mal passieren kann. Und ich glaube, das muss man auch mal ein Torwart an der einen oder anderen Stelle dann auch mal gutheißen, dass er mal einen Fehler macht. Und wenn ein Torwart einen Fehler macht, dann ist es ja oft so, dass es dann bestraft wird. Ich glaube, mit Jakob Golz hat man natürlich auch eine Nummer 2, die überall wahrscheinlich eine Nummer 1 ist. Ja, dennoch ist es, glaube ich, fand ich jetzt, und gerade mit der Untermauerung, und da muss ich natürlich, wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, steht der Verein auch nicht gut da. Ja, man hat Grote zum Kapitän gemacht, ist weg als Kapitän, im Endeffekt weg. Ja, Davari dann als Kapitän gemacht, weg. Also das kenne ich in der Form auch nicht, dass man zwei Kapitäne in einer Saison im Endeffekt degradiert oder dann ausmustert und suspendiert am Ende des Tages. Klar hat jeder seine Gründe dafür gehabt, aber das spricht jetzt auch nicht dafür, dass man auch auf der anderen Seite alles richtig gemacht hat. Ja, aber dennoch war ich schon der Meinung, dass auch wenn er da den einen oder anderen Fehler und sicherlich seine Stärken mehr in der Ruhe
Ausstrahlung und fußballerische Qualität hatte und vielleicht jetzt nicht der brutale Linientorwart war oder der jetzt mit riesen Reflexen, ich sag mal, sein Spiel bevorzugt hat. Aber das ist ja auch eine Geschmackssache, ja, was man für eine Art Torwart steht. Ich konnte es ja nicht wirklich nachvollziehen, weil ich glaube, man muss auch mal dann auch einen Torwart wirklich stützen. Und ich weiß, wenn ein Torwart Vertrauen hat, dann zahlt das in der Regel zurück. Und ich fand jetzt nicht, dass er in der Summe so viele krasse Fehler gemacht hat, dass man ihn da jetzt hätte sofort rausnehmen müssen. Aber das ja, zumal Diva, was ich so gehört habe, auch ein sehr, sehr guter Typ sein muss, ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner auch innerhalb der Mannschaft war, bei den anderen Spielern. Also ich kann nur sagen, mit wem ich so gesprochen habe, jeder konnte eigentlich nur Gutes über ihn sagen und viele waren überrascht davon. Deswegen, ja, finde ich auch eine mutige Entscheidung. Allerdings, Florian hier schreibt zum Beispiel, Davari ist und war ein Schönspieler. Ich verstehe die Diskussion nicht. Fußball ist ein Mannschaftssport und jeder im Team sollte den maximalen Erfolg anstreben. Wer nicht mitzieht, muss raus, auch der Kapitän. Das ist das, was Erwin ja auch gerade gesagt hat. Da bin ich ein Stück weit auch irgendwie dabei. Ja, man muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Aber Erwin, du auch mit all deiner Erfahrung, eine Mannschaft, die ein Ziel hat vor Augen, die unbedingt aufsteigen will, gerade jetzt wie Rot-Weiß Essen. Und dann hast du mal eine nicht so gute Phase, wo du auch wieder viele Unentschieden spielst, ein Spiel in Aalen verlierst unter der Woche, was wir aus der letzten Saison schon kennen. Sind das dann irgendwann einfach auch zu viele Störgeräusche drumherum, wenn dann der erste Spieler suspendiert wird, der zweite suspendiert wird, dann wirft einer einen Böller, dann es passieren schon wieder so viele Sachen, hat man den Eindruck, die irgendwie stören, die gar nichts mit dem, was auf dem Platz eigentlich passieren sollte, zu tun haben. Ja, ich denke, dass die zwei Spieler unterschiedliche Gründe haben, dass sie rausgeflogen sind. Bei Dennis Grote war es natürlich eine andere Sache, dass er zu Konkurrenz wechseln möchte mitten in der Saison. Das kann man sowieso nicht akzeptieren als Verein sein. Ne? Mhm. Und jetzt mit einem Torwart ist es eine andere Geschichte. Der hat 2-3 Spiele schlechter gehalten. Dann merkt man auch, von außen kommt auch ein bisschen Druck beim Publikum. Und ich gehe davon aus, dass sie das intern besprochen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie am Samstag das Spiel waren, dass sie vor dem Spiel erst gesagt haben, dass er nicht im Tor steht. Weil ich denke, Kommunikation ist natürlich ganz wichtig da dabei. Und, aber ich sage, der Verein und die Mannschaft geht über alles, über jeden Spieler, wie gut er auch ist oder was für ein super Typ er ist. Da ist nur ein Ziel und den muss ich alle zusammen schaffen. Und wenn einer da nicht mitmacht, ja, dann hat man einfach ein Problem. Klare Kante. Also ich würde auch sagen, es ist, wie es ist. Ändern kann man es sowieso nicht mehr. Ich denke, die Vereinsführung und ja auch der Trainer und das Trainerteam werden ihre Entscheidungen natürlich auch bewusst treffen, gewählt treffen und nicht einfach ohne Grund. Mit Sicherheit, ihr habt es ja auch gerade angesprochen, ist die eine oder andere Situation vielleicht auch nochmal passiert, von der wir nichts wissen. Das eine oder andere Gespräch zwischen Davari und den Verantwortlichen, ja, was vielleicht dann einfach nicht so gepasst hat. Deswegen wollen wir das Thema mal zur Seite legen, schauen natürlich sportlich jetzt auch nochmal richtig drauf. Gestern Abend der Heimsieg gegen Lippstadt, ich war da. Atze, ich habe dich nicht gesehen, warst du auch da? Ich war nicht da, habe aber natürlich bei Stage die Zusammenfassung gesehen, beziehungsweise einen großen Teil auch nochmal durchlaufen lassen im Laufe des Tages heute und ja, kann mir, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen. Ich glaube, das war auch ein eindeutiges Bild. Nichts gegen Lippstadt, aber das war auch nicht viel, ja, wahrscheinlich auch noch bedingt durch das Mittwochspiel gegen Münster. Aber wenn man die Tore sich mal anschaut oder generell die Chancen, die sie zugelassen haben, das war schon nicht Regionalliga würdig. Ja, bin ich bei dir. Also ich fand auch, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Puste war weg, ne? Irgendwie, Mannschaft hatte nicht so einen richtigen Plan, wenig nach vorne. Ja, hätte auch 5, 6, 7, 0 ausgehen dürfen. Aber ich denke auch am Ende verdienter 4-0-Sieg bin ich bei dir. Erwin, ich weiß nicht, ob du das Spiel sehen konntest oder zumindest die Highlights sehen konntest, aber du kennst ja die Ergebnisse auch jetzt aus den letzten Wochen. Rot-Weiß dann mit vielen Unentschieden, gegen Alemannia Aachen nur unentschieden gespielt. Gegen Gladbach, du warst selber da, unentschieden gespielt. Mhm. Gegen Aalen nicht gewonnen, in Oberhausen nicht gewonnen. Und man hatte so viel Vorsprung. Man war so weit vorne, man hat gedacht, okay, man zieht jetzt weg. Und plötzlich ist man Zweiter und hat 2 Punkte dahinter. Wie wichtig ist dann in so einer Situation so ein Sieg wie gestern? Wie befreiend kann der sein? Ja, ich denke, der Druck ist immer noch nicht weg. Weil du musst immer noch auf Münster jagen. Du musst einfach warten, bis die einen Fehler machen. Und da, wo ich Samstag im Stadion war, da hat man gespürt im Stadion, dass Münster der 3-3 bekommen hat. Und das ganze Stadion ist aufgegangen und hat gefeiert. Aber da hat mir ein bisschen gefehlt, dass die Mannschaft da
auch eine Reaktion aufgezeigt hat auf dem Platz. Es ist alles ein bisschen ja, ruhig geblieben, normal geblieben. Aber ich saß mit Frank Kurt auf der Tribüne und wir haben einander nur angeguckt, wo das Publikum aufgestanden ist, wo sie gefeiert haben, das 3-3 zu machen. Wir haben einander angeguckt und haben gesagt, von, komm, wir ziehen die Sache an, wir gehen jetzt auf den Platz und jetzt geben wir mal Gas. Ja? Weil das sind die Momente, dass das Publikum feuert das an und die Spieler müssen das übernehmen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt am Samstag gegen Gladbach. Und ich denke, du bekommst nicht so viele Chancen mehr, um Münster zu überholen. So die paar Chancen, die da sind, die muss man hart greifen. Und da muss man richtig spüren in die Mannschaft von jetzt erst recht. Hè? Und das hatte ich am Samstag nicht so. Aber zum Glück habe ich sich wiedergefunden. Ich habe gelesen, dass sie auch ein paar Gespräche gehabt haben mit der Mannschaft zusammen. Und zum Glück haben die gestern wieder 14 Uhr gewonnen und auch mal wieder ein Zeichen gesetzt von, hey Münster, wir sind noch dran und wir werden auch jagen bis zum letzten Spiel. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich am Wochenende, dass Münster mal ein paar Punkte liegen lässt. Aber Rot-Weiß muss sich wohl bewusst von sein, sie müssen erst ihre eigenen Spiele gewinnen und dann dürfen die erst mal schauen, was Münster gemacht hat. Genau so ist es. Habt ihr das Gefühl, da fehlen vielleicht Führungsspieler? Ist da jetzt irgendwie so ein bisschen... Ja, fehlt da die Verantwortung auf dem Platz, dass vielleicht der eine oder andere Drecksack, wie man so schön sagt, den man ja auch mal innerhalb einer Truppe braucht. Ihr wart ja beide, glaube ich, so Spieler. Ja? Fehlt euch das vielleicht so ein bisschen? Ist das, was gerade bei RWE nicht so vorhanden ist? Ja, aber wenn ich das sagen möchte, ich denke, das kann man auch als Mannschaft entwickeln. Ne? Jeder hat ein Ziel. Mit der Mannschaft hast du ein Ziel ausgesprochen, dann möchtest du aufsteigen. Und da musste jeder muss darin mitgehen. Und dann kann ein, zwei Drecksäcke dazwischen sitzen, die immer dazwischen hauen. Und wenn die anderen nicht mitmachen, ja, dann wird es schwierig. Ja? Und ich denke, die Leute sind auf dem Platz. Aber man muss immer auch von Körpersprache her und Mentalität muss man einfach mal ja, auch dazwischen hauen. Ne? Ich glaube, am Samstag auch, da war nur eine gelbe Karte auf dem ganzen Spiel. Dann denke ich, Jungs, es geht um alles. Es geht um alles. So, gib Gas und zeig doch mal, dass ihr richtig möchtet. Und das hat mir am Samstag gefehlt und zum Glück war das gestern wieder da. Ja. Aber ja, Drecksäcke kann man immer gebrauchen. Aber wenn man in einer schwierigen Situation sitzt, dann brauchst du immer noch ein, zwei, auf nicht nur ein, zwei Leute. Dann muss die ganze Mannschaft muss dann mitmachen. Ja, bin ich bei dir. Sehe ich genauso. Also nur so klappt's. Frage an Atze und auch an Erwin, aber ich gebe sie jetzt mal an Atze wieder. Holger Müller fragt, von Spielern und Trainern hört man oft, dass sie nicht auf die Konkurrenz schauen. Gibt es wirklich Spieler, die das so durchziehen oder ist das so eine Phrase für die Öffentlichkeit? Also gucken die schon natürlich. Was macht Preußen Münster gerade? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es gerade in der heutigen Zeit auch nochmal extremer geworden ist. Ja. Also allein durch die Social-Media-Geschichten, ja, Kommentare. Ich glaube, dass da sehr viele Spieler unterwegs sind und sich dann auch ein Stück weit der ein oder andere sich vielleicht mehr zu Herzen nimmt, wie er es vielleicht machen sollte. Es gibt Spieler, die können das abschütteln. Ja. Viele Spieler, oft sind ja die Kommentare dann eher negativ, gerade wenn du halt nicht gewinnst, das kann man ja mal ganz gut sehen, anhand der Anzahl der Kommentare, ja, gewinnen sie nicht, sind es, ich sage jetzt mal 800 im Schnitt, ja, gewinnen sie, sind es 300, ja, und das muss man halt, das ist halt ein Thema, glaube ich, was auch noch aufploppen wird, gerade im Jugendbereich, ja, wie das psychisch mit einem was macht, ich glaube, nicht jeder hat da den Abstand, gerade als junger Spieler, aber ich glaube schon, wenn du es selber nicht aktiv liest, wird es dir ja mittlerweile auch zugetragen. Ja? Also das heißt, da schickt jemand, ey, ich habe gelesen und dein Name wurde schon wieder. Und also du kommst ja gar nicht drum herum als Spieler, dass du das aufsaugst. Ja? Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Ja, schüttelst du das ab? Ich glaube, Erwin und ich waren dann eher Typen, wenn da jemand gesagt hat, der kann nichts oder der kann nur grätschen oder der kann kein Fußball spielen, dann hat das eher einen innerlich dazu befördert, dass man gesagt hat, auf jeden Fall kann ich was und das zeige ich auch am nächsten Spiel. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so extrem in der heutigen Zeit so ist. Mhm. Deswegen muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber dass das natürlich auch den einen oder anderen, ich sag mal, mitnimmt und vor allen Dingen auch vielleicht auch ein Spiel mitnimmt, das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber grundsätzlich ist es immer gut, wenn man auf den Platz geht, hat Erwin schon gesagt, da muss in dem Fenster, wo der Schiedsrichter an- und abpfeift, dazwischen musst du einfach deinen Job machen, ja, also ist im Endeffekt der Job, ja, und den musst du am Limit machen, das macht jeder in seinem Beruf ja auch, weil sonst bist du ja immer weg, ja, oder wirst rausgeschmissen und das ist im Fußball nicht anders und da hast du ja noch Leute, die dich auch noch pushen von außen, ja, wenn es läuft und gibt da kein geileres Gefühl, wie wenn es läuft und von draußen bejubeln sie dich
Und da fehlt mir auch einfach so diese Geilheit noch von einigen Spielern oder dann auch mal als Team, wo man einfach, ja, ich sag mal, in so einen Flow kommt, ja, wo sie lange in diesem Flow waren. Den haben sie jetzt ein bisschen verloren, aber die müssen jetzt zusammen auch wieder, ich sag mal, da hinkommen. Und hoffentlich war gestern dann der erste Schritt und Freitag dann in Lotte, dass man sogar vorlegt dann auch und an Münster vorbeizieht. Das wäre natürlich vom Kopf her deutlich, deutlich angenehmer und vor allen Dingen dann im Umkehrschluss für die Münsteraner, die dann auch wieder überlegen, scheiße, wenn wir jetzt in Oberhausen nichts holen, dann sind wir Zweiter und dann dreht sich ja schnell das Blatt. Ne? Und das da wird spannend zu beobachten sein in den letzten vier Spielen. Genau, da kommen wir nämlich mal zum Thema Lage der Liga und schauen mal so ein bisschen genauer drauf, auch auf diesen Zweikampf. Preußen-Münster, wir haben gerade vorher schon mal drüber gesprochen, hat ja dann doch relativ dreckig am Ende 1-0 gegen Fortuna Köln gewonnen. Erwin Atze und ich haben uns gerade über das Gegentor unterhalten, was Fortuna Köln da bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du es gesehen, ne? Viele sagen so ein bisschen, sieht sehr komisch aus. Also als wenn er irgendwie, ich will jetzt keinem Absicht unterstellen, aber es sieht schon sehr dämlich aus, oder? Es war schon wirklich komisch, oder? Ja, aber ich kann dir auch sagen, dass ich einige Spiele gesehen habe in der Regionalliga und jede Woche verwundert man sich mal, was alles auf dem Platz passiert. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das extra gemacht hat und sicher nicht in dem Moment. Der Ball kommt ein bisschen unglücklich hoch und er steht nicht gut und trifft den Ball nicht richtig, der würde wegköpfen. Und der andere Verteidiger, der passt auch nicht auf. Der lässt den Mann auch aus dem Rücken rauslaufen. So. Man aus rot-weiße Brille gesehen, kann man sagen, der hat das extra gemacht, aber ich glaube nicht dran. Aber Fortuna Köln hatte auch noch eine Chance, um oben ranzukommen, ne? Und die musste auch gewinnen. Absolut, also ich kann mich dem nur anschließen, weil ich habe auch mit dem einen oder anderen Spieler Kontakt bei Fortuna Köln und habe auch den einen oder anderen Kasten Bier angeboten, ehrlich gesagt, für einen Sieg. Also so offen kann ich sein. Sören Diekmann, einer davon, liebe Grüße gehen raus hier an dieser Stelle und ich kann euch nur sagen, also Sören hat mir versichert, wir geben alles, wir wollen unbedingt gewinnen, wir wollen selber oben dran bleiben, aber auch für euch, für unsere Kumpels, die wir in Essen so haben, werden wir auch alles geben und das habe ich ihm auch geglaubt, also der hatte wirklich richtig Bock vor diesem Spiel, hat wirklich gesagt, wir hauen alles raus und am Ende, ja, verlieren sie dann doch sehr unglücklich, muss man ja wirklich sagen, mit 0-1. Jetzt sagt man normalerweise, wenn Mannschaften so Spiele gewinnen, dann sind sie am Ende auch ganz oben. Erwin, was macht dich zuversichtlich, dass RWE trotzdem noch an Preußen Münster vorbeiziehen kann? Ja, das sagt man immer schön. Ne? Dann ist das Glück ist mit dem Meister dabei. Ja? Wenn man das in Deutschland sagt, aber in Holland sagt man das so. Das Glück ist mit dem Meister. Aber ich denke, das Glück wird nicht ewig sein. Ne? Man hat 3, 4, 5 Spiele, dass man das Glück hat. Aber danach wird das Glück auch mal in andere Seite fallen. Und wenn du einfach denkst, ich schaffe das schon, wenn das in die Köpfe sitzt von Münster, oh, wir brauchen mal nur 99% zu machen, weil das wird schon, dann kriegen die ein Problem. Und ich denke, Rot-Weiß muss einfach seine Punkte holen. Und zum Glück haben die am Freitag schon spielen und du da vorlegen kannst. Dann wird was Atze gesagt hat, in die Köpfe bei den Münsteranern wird das ganz anders aussehen. Und die werden dann auch den Druck spüren und die müssen dann. Und dann ist die Situation natürlich ganz anders. Genau, und dann werden wir natürlich mal schauen, was Münster am Wochenende macht. Erstmal die eigenen Hausaufgaben machen, glaube ich. Ne? In Lotte gewinnen, da geht es gegen einen anderen sehr, sehr, wie soll ich sagen, eine Essener Legende, Timo Bauer, unser alter Kollege. Und ich habe ihm noch nicht geschrieben, aber falls er gerade zuschaut oder das im Nachgang schaut, Timo macht keinen Scheiß, kann ich dazu sagen. Ja? Also lass dich vielleicht in der Halbzeit irgendwie mit dem Krampf auswechseln und trink dein Bier, ist alles in Ordnung. Nein, aber das Spiel muss man natürlich trotzdem erstmal gewinnen, auswärts ist nie leicht. Wir haben es gesehen, die letzten Auswärtsspiele gegen vermeintlich leichte Gegner, die liefen dann auch doch viel schwieriger, als man dachte. Morgen Abend gibt es ja tatsächlich um 18 Uhr, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, noch die endgültige Entscheidung bezüglich der Berufung, was das Münsterspiel anbetrifft. Atze, glaubst du, da ändert sich noch irgendwas am Urteil oder ist das ausgeschlossen? Ich gehe nicht davon aus. Also es würde mich wundern, wenn das jetzt nochmal komplett gewendet oder gedreht wird, das Urteil. Ich glaube, das ist auch nochmal, ich glaube, so hat es ja Markus Ulich auch gesagt, dass man einfach in diese Instanz geht, weil man das auch nicht nur den Verein, sondern auch den Fans einfach schuldig ist, eventuell dann doch noch eine kleine Chance irgendwo zu haben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn das Thema auch ad acta gelegt wird. Weil man stellt sich jetzt vor, klar, für Rot-Weiß Essen wäre es super, wenn es ein Wiederholungsspiel geben würde. Aber wann soll das stattfinden? Ja, also wo will man das noch? Also will man das nochmal dann nach den letzten Spieltagen noch als on top, als großes Finale dann präsentieren?
Das wäre auf jeden Fall für einen Film eine geile Nummer, ja, dass man ein Happy End oder dann halt kein Happy End hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was rauskommt, was jetzt Rot-Weiß-Essen dann nochmal eine andere Spur bringt. Erwin, fandest du das fair, das Urteil, nachdem es 1-1 stand? Ja, ich denke, überall in der Welt wird es solche Entscheidungen getroffen. Aber das Problem ist, wer hat das geworfen und wo hat er das gemacht? Hè? Das war jemand aus der Nähe von Münster, habe ich verstanden. Und der war alleine im Stadion, der war noch nie da. Das ist der Einzige, was mir ein bisschen ein komisches Gefühl gibt. Aber wenn sowas etwas passiert im Stadion, ja, dann bist du als Verein bist du dran. So ist das ist das große Problem. Da hast du keinen Einfluss drauf. Hè? Ja, Kontrolle am Zaun. Aber ja, das ist natürlich auch schwierig im eigenen Haus, das zu haben. Und ja, ich denke, Rot-Weiß macht es gut, und durch nochmals dahin zu gehen und der letzte Strohhalm nochmal zu packen und schauen, ob da noch was geht. Aber wenn es nicht geht, es wird schön bitter sein, wenn am Ende der Saison genau die Punkte weg sind, wegen dem Bullenwurf, dass du dadurch nicht aufsteigst. So, denn ich hoffe auf ein gutes Ergebnis, aber wie der Arzt schon gesagt hat, ich denke, dass es so bleibt, wie es ist. Und dann muss ich es einfach halt so normal durch sportliche Sache schaffen. Ich denke auch, auf der anderen Seite gab es natürlich auch genügend Spiele, wo RWE selber hätte vielleicht gewinnen können, wo sie unentschieden gespielt haben. Mhm. Ne, die Punkte fehlen natürlich auch. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen einfach, dann zu sagen, ja, wir steigen jetzt nur nicht auf, weil wir den Böllerwurf hatten. Ne? Aber klar, die Punkte wären natürlich wichtig gewesen. Machen wir uns nichts vor, wenn Münster diese 3 Punkte nicht hätte oder sagen wir mal die 2 Punkte mehr nicht hätte und es hätte unentschieden gestanden, ja, dann sähe die Tabelle ja jetzt auch schon ein bisschen anders aus. Ne? Das ist so das, was natürlich sehr problematisch an der ganzen Geschichte ist. Klar, aber Fakt ist trotzdem, es bleibt eng bis zum Schluss wahrscheinlich. Wir hoffen natürlich darauf, dass RWE Freitag erstmal den ersten Schritt in Lotte machen kann. Wollen jetzt natürlich auch nochmal so ein bisschen auf die Stimmen schauen, die ihr uns hier so reingeworfen habt. Und da gibt es dann schon die ein oder andere Frage, die ich noch gesehen habe. Ich gehe hier gerade mal durch und schaue mal. Es gab noch eine Frage an... Wollen wir sie denn? In der Kabine redet man doch oft über die Ergebnisse oder nicht. Na klar, das haben wir schon gerade behandelt, das Thema. Es gab noch eine Frage an Erwin und an Atze, da kann ich mich dran erinnern, wenn ich sie denn noch finden würde. Gut ist auch, wann wird der Transfer von Henrik Bonnmann verkündet? Ja, ruhig bleiben, Freunde, erstmal aufsteigen, dann können wir nochmal drüber reden, ob er kommt. Also, wenn noch jemand eine Frage hat, haut sie gerne raus. Ich schaue gerade, ob wir hier noch was meint. Die Berufung klappt, haben wir auch gerade besprochen. Wenn es noch was gibt. Welchen Vorwurf will man im RWE-Ordnungsdienst eigentlich machen? Das ist mir immer noch nicht klar. Naja, gut. Ja, es ist. Also da können wir vielleicht noch mal eben drüber reden, weil wir gerade beim Thema waren. Ordnungsdienst. Jungs, wie seht ihr das? Also klar, der Ordnungsdienst arbeitet im Sinne des Vereins. Ne? Der ist dafür verantwortlich, dann auch solche Dinge zu finden. Aber ich sage jetzt mal ganz offen gesprochen, wenn das Ding einer in seiner Hose versteckt oder sich hinten irgendwo reinsteckt oder so, was kann der Ordnungsdienst da noch tun? Ist der Ordnungsdienst da überhaupt schuld oder wer ist schuld daran? Wie seht ihr das? Ja, ich denke, du sagst es richtig. Man kann nicht alles rausnehmen. Wenn man da, wenn da auf einmal 40 Bengalos im Publikum sind, dann denkst du, okay, wie haben die das im Stadion reinbekommen? Aber ein Bulle, ja, wie soll man das alles kontrollieren? Ich nehme auch vor die kleine Süßigkeiten mit dem Stadion. Ich werde auch nicht kontrolliert. So, das ist immer eine Sache, da ja, ist schwierig. Ja, ich finde es auch. Also lustig ist auch, das schreibt auch hier gerade Sascha Röder, bei dem Urteil könnte jeder am Sonntag nach Oberhausen fahren und was aus dem Gästeblock werfen und dann gibt es Spielabbruch und 3 Punkte für Oberhausen. Das habe ich auch immer gedacht. Ne? Ich habe gedacht, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, ein Münsteraner wäre jetzt auf die Idee gekommen und wäre in den RWE-Block gegangen und du hast auch gerade gesagt, der kommt aus der Nähe von Münster, der geworfen hat und schmeißt dieses Ding, dann kann er immer noch sagen, ja, ich bin RWE-Fan und dann ist es so. Ne? Also das ist auch so das, was ich, finde ich, ein bisschen schwierig an der ganzen Geschichte finde. Es gibt auch Beispiele aus dem Ausland, ne, wo solche Spiele auch unentschieden gewertet wurden tatsächlich, die abgebrochen worden sind. Hier ist anders entschieden worden. Atze, vielleicht noch mal einmal, um das Thema dann gleich auch endlich abzuschließen. Die RWE-Fans sagen immer, ja, irgendwie haben wir das Gefühl, es wird immer gegen uns entschieden. Egal, worum es geht, es wird immer gegen Rot-Weiß-Essen entschieden. Hast du auch den Eindruck, dass der Verband da schon irgendwie ein bisschen voreingenommen ist oder ist das völliger Quatsch? Ja, aber das ist völliger Quatsch. Ich sag mal, die Akte ist ja auch nicht gerade klein. Ne? Also gab schon Platzstürme, dann ging die Tür auf, dann standen welche auf dem Feld. Also ganz schuldlos ist man ja auch nicht. Und ich glaube, da jetzt den Schuldigen zu suchen oder da jetzt zu sagen, der Verband ist jetzt gegen uns,
ja, halte ich schon für sehr fragwürdig. Klar war es blöd, weil zu dem Zeitpunkt 1-1 stand. Ja, ich glaube, eine oder zwei Wochen später Bochum gegen Gladbach, wo Gladbach auch führte, glaube ich, in Bochum 2-0. Da konnte man das ja auch relativ leicht dann auch 2-0 werden. Ja, ist schwierig, aber ich sag mal, man muss es ja auch irgendwann unterbinden. Ja, man muss irgendwann auch mal den Riegel vorschieben. Das Problem ist einfach, dass es genau in der Phase, wo es jetzt auch eng ist und wo die Punkte sicherlich hätte man gebrauchen können, dass dann so hart entschieden worden ist. Ja, aber man muss auch mal umdrehen, die Sache. Wäre es aus dem Münsterblock gekommen, ich glaube, alle Rot-Weißen hätten auch geschrien, die drei Punkte kriegen wir. Also von daher sehe ich das, oder muss ich es neutral sehen, auch wenn ich aus rot-weißer Sicht immer sehr viel sehe, aber da muss man auch einfach sagen, dann war auch, ich sag mal, die Akte war ja schon da, dann irgendwann knallt es halt. Ne? Und ich glaube, es steht ja sogar noch eine Sache an, wenn das Urteil jetzt am Donnerstag durch ist, dass eventuell gegen Wiegbeck-Beek der Block dann noch gesperrt wird. Vielleicht kann man das noch verhindern, dass man zumindest gegen Wiegbeck-Beek oder dann auch gegen Aalen im letzten Heimspiel dann, ich sag mal, mit allen Fans auch, ich sag mal, in die letzten Spiele gehen kann. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn das jetzt auch noch on top dazukommen würde. Ja, aber so ist es. Und wie Erwin sagte, man kann Ordnungsdienst hin oder her, aber es gibt keinen, egal wo auf der Welt oder egal wo man ist, ob im Flugzeug oder nicht, ja, wenn einer durchdreht und einer eine Idee hat, ja, eine falsche Idee vor allen Dingen, dann macht er das und dann kriegt man das überall hin. Ja, und das kann man leider nicht vermeiden. Ja gut, dann um dieses elendige Thema dann doch abzuschließen, wir warten ab, was morgen Abend passiert, werden euch natürlich auf unserem Kanal auch definitiv darüber informieren, mit Sicherheit auch nochmal mit einer Meinung von dem einen oder anderen dazu und freuen uns da auch auf eure Meinung und sind gespannt, ob es doch vielleicht noch eine kleine Minimalchance gibt, da nochmal irgendwas abzuwenden. Ich rechne auch nicht damit und von daher, lassen wir uns überraschen und versuchen das Ganze einfach sportlich zu lösen, indem wir am Ende vielleicht ja den einen Punkt oder das eine Tor mehr haben als Preußen-Münster. Gestern wurden ja immerhin 4 geschossen, aber das Torverhältnis ein bisschen aufgebessert. Ne? Das war auch nicht unwichtig. So, wenn ihr keine Fragen mehr habt, liebe Leute, dann würde ich jetzt langsam zu unserem Quiz kommen. Denn wie ihr wisst, wir haben jetzt länger nicht mehr Schlag den Lorenz gespielt und es steht gerade unentschieden zwischen Lorenz und den Gästen. Und deswegen hat Erwin heute die Möglichkeit, da vielleicht wieder vorzulegen für die Gäste oder Atze die Möglichkeit, da selber wieder vorzulegen. Und ich bin natürlich gespannt, wer von beiden eher errät. Vielleicht noch mal kurz für euch beide, Erwin und Atze, zur Regel. YouTube bitte gleich auf jeden Fall zumachen, das Fenster, ja. Das heißt also wirklich, dass ihr hier vom Chat nichts mehr sehen könnt, weil sonst schreiben die Leute natürlich rein, wer es ist. Die Fragen werde ich hier auch gleich mit ablesen aus dem Chat. Ihr hört mich also, ich werde euch die Fragen stellen und jeder von euch hat insgesamt nur einen Versuch zu raten, um wen es geht. Das heißt, besser wäre für euch, wenn ihr es nicht hundertprozentig wisst, dann sagt lieber auch keinen Namen. Aber wenn ihr einen Namen sagt und der ist falsch, dann kann sich der andere Spieler bis zum Ende ganz entspannt die Fragen anhören und hat als erstes die Möglichkeit zu antworten. Ne? Also nehmt euch die Zeit und ich bin gespannt, was abgeht. Und ich lese gerade, die Regie schreibt mir nochmal was. Okay, Lotte-Tippen machen wir gleich, lieber Stefan, aber danke für den Hinweis im Hintergrund. So, liebe Leute, Schlag den Lorenz, 12. Spieltag. So, bin bereit. Zack, genau, ihr seid bereit, sehr gut. Kader, da, darf ich das vorlesen, Stefan, was da schon steht? Darf ich vorlesen, oder? Ich nehme an, warte mal, nickt er? Ich muss gucken, ob er nickt. Er nickt, sehr gut. Kader, Saison 2013, 2014. Und der erste Hinweis ist, ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich mache mal weiter, ich denke, da kann es natürlich noch keiner wissen. Zweiter Hinweis. Ich bin ein sogenannter Allrounder, ja, also vielseitig einsetzbar für den Holländer. Warst du da im Kader 13, 14 oder? Nein, war gerade weg. Als Wasserträger vielleicht noch, aber die Muskeln haben nicht mehr mitgemacht. Genau, ich bin ein Allrounder. Ja, ihr wart beide Allrounder, glaube ich. Also ich glaube, euch hätte man auch ins Tor stellen können. Ihr hättet das beide gemacht. Ich bin 2013, also zur Saison 2013, 2014 zu Rot-Weiß Essen gewechselt. Machen wir mal weiter.
kann euch schon mal einen Tipp geben bei unseren Fans hier, weiß es auch noch keiner. Ich habe für Rot-Weiß Essen 30 Spiele bestritten. Oh, das sind nicht viele. Genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt die Person beide. Dabei hat er 3 Tore erzielt. Also 3 Tore in 30 Spielen. Auch das ist nicht besonders viel. Ich bin 31 Jahre alt. Aktuell. Ne? Also 30 Spiele für Rot-Weiß Essen, 3 Tore. 31 Jahre alt ist er jetzt. 2013, 14 ist er zu Rot-Weiß Essen gewechselt. War ein Allrounder. Und jetzt kommt die nächste Aussage, der nächste Hinweis. Er hat 204 Mal Regionalliga und 90 Mal Dritte Liga gespielt. Die beiden überlegen und überlegen. Keine Chance, bis jetzt. Nein. Kein Problem, wir haben noch ein bisschen was im Kercher hier für euch. Also wie gesagt, noch hat es auch keiner von den Fans richtig erraten. Boah, Stefan, haust aber jetzt einen raus hier in der Regie. Ich bin in Olgino in der UdSSR geboren. Das finde ich ist ein sehr guter Hinweis. Ach du Scheiße. UdSSR. Ja, ich überlege gerade auch. UdSSR geboren. Aktuell 31. 204 Regionalligaspiele, 90 Mal Dritte Liga. Weiter, 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 weiter. Bin heiß. Stefan, gib den Jungs die nächste Aussage. Kein Fan weiß es bis jetzt, das ist Wahnsinn. So, ich bin derzeit Spieler in der Regionalliga West. Also jetzt gerade noch. Aber dann wahrscheinlich nicht bei RW. Hier kann man wahrscheinlich verraten, oder? Da muss ich die Regie fragen, darf ich das verraten? Naja, er sagt nein. Das gibt's doch nicht. Er sagt nein. Ey, keiner, bis jetzt auch von den Fans, weiß es keiner. Ich finde, das ist sehr spannend heute. Also heute ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich muss euch sagen, ich hätte auch wahrscheinlich lange gebraucht, bis ich drauf gekommen wäre. Stefan, hast du noch einen Tipp? er kommt nochmal. Der sitzt da schön im Hintergrund. Oh, der erste Fan weiß es übrigens, der zweite jetzt sogar. So, Jungs, jetzt gut aufpassen. Jetzt geht es vielleicht schon um Schnelligkeit. Mein Vorname ist Alexander. Tom. Das ist nicht richtig, weil der spielt nein. Da nicht. Damit. Ich kenne nur einen Alexander, wahrscheinlich. Ich überlege jetzt auch, aber. Aber der war doch noch da, glaube ich, ne? Kann das sein? In dem Zeitfenster? 13, 14? Boah, ich glaube, Stefan sagt. UdSSR ist ja eigentlich kein. Nee. Also, es ist auf jeden Fall nicht Tammy, definitiv nicht. Und ich wiederhole nochmal alles. Ich wiederhole nochmal alles. Erwin, du kannst dir Zeit lassen. Die brauche ich auch. Ja, ich bin ein Allrounder. Ich bin 2013, 14 zur RWE gewechselt. Ich habe für RWE 30 Spiele bestritten und dabei 3 Tore erzielt. Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe 204 Mal Regionalliga und 90 Mal Dritte Liga gespielt. Ich bin in Olgino in der UdSSR geboren. Ich bin aktuell derzeit Spieler in der Regionalliga West und mein Vorname ist Alexander. Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß es, aber ich kann ja nicht mehr. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Kannst du mir anrufen? Schreib mir mal WhatsApp, dann kann ich es machen. Ja, ich schreibe dir und du redest. Stefan, hast du noch einen? Sonst werde ich jetzt den alles entscheidenden Tipp. Du hast keinen mehr. Dann werde ich jetzt noch den alles entscheidenden Tipp geben. Wollt ihr wissen, wo er spielt? Aber Atze, du darfst, selbst wenn du es dann jetzt wüsstest, nicht reinrufen, ne? Weil Erwin muss es dann selber. Aber darf ich sagen, wo er spielt? Ja. Weil ich darf ja eh nicht. Ich darf ja eh nicht. Ich gebe dir noch einen Tipp, Erwin. Ich gebe dir noch einen Tipp. Kenne ich ihn gut. Ich glaube, außer der Marlon berichtet mir, ich glaube, er spielt bei Preußen Münster aktuell. Jetzt könnte man drauf kommen, wenn man. Muss man Erwin natürlich. Also wenn du seinen Körper siehst, dann weißt du, dass er UdSSR kommt. Aber ich habe keine Ahnung von Spielen bei Münster. Die interessieren mich auch nicht so viel, muss ich sagen. Das ist eine sympathische Aussage. Nein, ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Spielern, die nur ein Jahr da waren. Ist nicht schlimm, aber die gute Nachricht ist, Erwin, selbst wenn du es jetzt nicht weißt, dann ist es ein Unentschieden und Atze hat nicht gewonnen. Also hast du dich auf keinen Fall blamiert. Ganz wichtig. Genau, also es ist tatsächlich Alexander Langlitz von Preußen Münster. Und Alexander Langlitz hat, wie gesagt, 30 Spiele für RWE bestritten, 13, 14 gespielt. Ich sehe auch schon, die Fans freuen sich über diese Antwort sehr von Erwin. Also von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen. Aber weißt du was? Der Stefan Sander schreibt mir gerade, jetzt sagt er schlägt gerade eine Stichfrage vor. Also wenn ihr einen Gewinner wollt, könnten wir noch eine Stichfrage machen. Wir sind beide Gewinnertypen. Ich glaube, sowieso. Aber ich glaube, wir brauchen einen Gewinner. Aber auch ein bisschen aus unserer Zeit, weil ja. So lange her. Ja, das ist kein Problem. Also Stefan Sander würde mir dann jetzt im Hintergrund vielleicht einmal, weil er jetzt die Idee auch hatte, er atmet gerade durch, aber ihm fällt was ein. Ja, er sagt, redet mal, ich muss kurz raussuchen. Ist gar kein Problem. Aber das nehmen wir noch mit. Ihr seid ja alle da. Vielen Dank übrigens, dass alle hier so zahlreich heute erschienen sind und zugucken. Ehrt uns wie immer total, dass ihr live dabei seid. Ich habe auch jetzt den einen oder anderen im Stadion gesehen, der mich auf dem Podcast angesprochen hat. Freut mich immer total, ehrlich gesagt. Das zeigt einfach, dass unsere Arbeit, die wir uns ja ehrenamtlich quasi für euch nehmen, um euch auch ein bisschen zu informieren, ein bisschen Input auch zu geben über News, die wir vielleicht auch wissen. Ja, deswegen ist echt eine schöne Geschichte und vielen Dank auch nochmal an euch alle. Sei auch nochmal gesagt, dass ihr uns hier auch immer wieder zuhört und dann ja auch solchen tollen ehemaligen Spielern wie Erwin oder auch Atze dann hier natürlich Fragen stellt und mit dabei seid. Das freut uns wirklich sehr. So, Stefan Sander im Hintergrund. Ich sehe, er ist akribisch am Tippen. Also ihr könnt euch darauf einstellen. Jetzt kommt nochmal was Schönes. Er schreibt mir. Ich glaube, da kommt jetzt was auf uns zu. Ja. Guck mal, der Arzt ist jetzt schon vor, ne? Hey, du bist heiß, ne? Ja. Ja. Es geht hier um einiges. Arzt hat richtig Bock. So, wie oft, und jetzt kommt eine Schätz, ich denke mal, Stefan Sander will eine Schätzfrage daraus machen. Das ist gut. Genau. Wer hat Vorrang? Du darfst. Okay. Das ist nett, danke. Wie oft gab es das Duell zwischen Rot-Weiß Essen und den Sportfreunden Lotte schon? Ach du Scheiße. Sportfreunde Lotte gegen Rot-Weiß. Geile Frage von Stefan Sander, gefällt mir. Kleiner Tipp: immer in der Regionalliga West stattgefunden. Immer in der Regionalliga West. Ja. Okay, also muss es ja. Pokal geht nicht, also nur eine Meisterschaft, dann zwei pro Saison. Das heißt, jetzt ist entscheidend, wie viel Saison das war. Ist es nur Lotte Essen oder auch Essen Lotte? Das ist die Frage. Ich sag 8. Oh, da sage ich ein mehr. 9 hatte ich im Kopf. Ja, und jetzt warte ich noch kurz auf Stefan Sanders. Die erste Partie 15.8. in Lotte 1-4 RWE, ja. Das ist mir klar. Aber Moment. Trommelwirbel. Ah, okay. Ich weiß es. Also, Atze sagt 8 und Erwin sagt 9. Ist eingecheckt, richtig? Genau, genau. Ja. Dann gratuliere ich dem Holländer. Nein! Jawohl. Denn es sind 18 Spiele gewesen. 18? Natürlich. Ja. Eigentlich ist das ja, logisch. Ja. Eigentlich ist es traurig, ne, dass man so lange in der Regionalliga West spielt. Ja. Das ist sowieso traurig. Ja. Ja, das stimmt. Das ist wirklich traurig. Aber schön, finde ich. Ja, haben wir doch einen Gewinner. Dann gratuliere ich Erwin ganz herzlich und unsere Gäste. Glückwunsch, Erwin. Danke, Erwin. Klasse. Auch wenn du weit weg warst, aber egal. Ist egal, ein näher dran beim Stechen, ne? Darum geht's. Genau, und gratuliere natürlich herzlich. Und ganz kurz, jetzt bevor wir gleich durch sind, möchte ich natürlich noch mal kurz über die Partie in Lotte sprechen. Jungs, eure Tipps vielleicht, Erwin. Wie schätzt du die Partie ein? Was glaubst du, was RWE da am Freitag auswärts macht? Ich meine, wir haben jetzt auswärts in den letzten Spielen nicht sehr gut ausgesehen. Was muss am Freitag besser werden? Warum wird es besser? Weil der Timo ausfällt mit Krämpfe, wird das ein 0-2 geben. Ja, das klingt gut. Atze, gehst du damit? 0-2? Ich glaube, es wird eine enge Partie, weil auch Lotte gewinnen muss, um nicht abzusteigen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ohne jetzt die Tabelle genau zu kennen. Aber ich glaube, da ist auch noch ein Strohhalm, den sie packen wollen. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste und ich hoffe auf einen 3-2-Sieg in Lotte.
Das wäre zu viel für mein Herz, aber solange wir die 3 Punkte am Ende haben, bin ich damit einverstanden. Übrigens, schön, dass Stefan Sander mir gerade noch schreibt, das erste Mal Rot-Weiß Essen gegen Lotte, Torschützen beim 4:1-Sieg von RWE, zweimal Mölders, zweimal Kühne. Das war am ersten Spieltag, da war ich dabei, da stand ich auf dem Platz. Ja, erinnerst du dich? Ja, da stand ich auf dem Platz und dachten wir, geil, wir steigen auf, weil wir die richtig auseinandergenommen haben und leider ist daraus nichts geworden. Ja, schade, schade, wie so oft leider. Aber wie gesagt, schöne Randnotiz und ja, ich gehe mit euch. Also Erwin sagt 0:2, Atze sagt 2:3. Ich sage tatsächlich, RWE macht da weiter, wo es aufgehört hat, 1:4 aus Lotter Sicht. Also RWE wird mit 4:1 auswärts gewinnen, ist mein Tipp. Hoffen wir das Beste natürlich, dass es funktioniert. Ich möchte euch alle hier auch noch einmal jetzt zum Schluss darauf aufmerksam machen. Wir haben ja immer ein Gewinnspiel und ihr habt auch jetzt wieder die Möglichkeit, wenn ihr es denn nicht ins Stadion schafft nach Lotte, einen Freistream zu gewinnen für dieses Spiel. Das heißt also, der Kollege Stefan Sander wird euch dann das Ganze, wenn ihr zu den Gewinnern gehören solltet, dann noch einmal, beziehungsweise wir, nicht nur Stefan Sander, dann erklären, wie es funktioniert. 3 Freistreams verlosen wir insgesamt, sagt er gerade. Das heißt also, ihr habt gleich die Möglichkeit, uns hier in die Kommentare einmal das Wort, das wunderschöne Wort RWE reinzuschreiben. Jeder, der RWE hier in die Kommentare entweder jetzt oder gleich nach der Sendung nachträglich geht, auch noch reinschreibt, nimmt automatisch an diesem Gewinnspiel teil. Und bitte auch ganz wichtig, uns auf Instagram folgen, wenn ihr Instagram habt. Wir hoffen das. Sonst Facebook geht auch noch und da werden wir euch dann überwiegend auf Instagram, aber auch auf Facebook informieren, wer gewonnen hat, wer zu den Gewinnern gehört. Ich sehe schon gerade RWE, nachträglich unter das Video schreibt Stefan. Ich hoffe, es klappt auch jetzt schon. Generelle Kommentare. Ja, okay, es klappt jetzt schon. Perfekt. Also, ihr nehmt dann automatisch am Gewinnspiel teil und wir freuen uns auf euch. Sagt er in die generellen Kommentare. Stefan, was denn jetzt? Hast du dich entschieden? Nachher nochmal kommentieren oder jetzt kommentieren? Im Nachgang, nur nach Streamende. Okay, also alle, die jetzt schon reingeschrieben haben, wartet bitte kurz, bis wir das Video beendet haben und dann schreibt ihr nochmal unter die normalen Kommentare RWE und jeder, der danach drunter schreibt, der nimmt dran teil. Also bitte gleich noch einmal, wenn es vorbei ist, RWE kommentieren. Ja, liebe Leute, wir haben viel gesprochen über Daniel Davari, über den Aufstiegskampf, über den Nervenkitzel aktuell, was in den Spielern vorgehen könnte. Wir hoffen einfach, dass es so weitergeht, wie es gestern endlich wieder war, mit einem 4:0-Sieg. Meinetwegen kann RWE, und das sollten wir auch möglichst jedes Spiel jetzt so bestreiten, gewinnen. Und dann am Ende hoffen wir natürlich, dass wir vor Preußen Münster stehen. Wir werden das Ganze genau verfolgen. Freuen uns, euch hoffentlich in der nächsten Woche dann schon wieder hier begrüßen zu dürfen, an gleichem Ort und zur gleichen Zeit. Und wünschen euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Und ich möchte mich natürlich auch in unserem Namen nochmal bei unserem Gast bedanken, bei Erwin. Schön, dass du dir mal wieder Zeit für uns genommen hast. Total nett. Trotz Familie, trotz Kinder. Dennoch ein Herz für Rot-Weiß Essen, Herz für die Fans. Und Erwin, deswegen möchte ich dir auch gerne nochmal die Möglichkeit geben, dich bei den Fans hier auch heute Abend zu verabschieden. Ja, liebe Rot-Weiße, ich hoffe von ganzem Herzen, dass der Aufstieg dieses Jahr endlich mal klappt. Aber das geht nur zusammen. Sorgt dafür, dass die Stimmung im Stadion gut ist, dass die Mannschaft nach vorne gepeitscht wird. Und dann, wir können es nur zusammen schaffen. Dann hoffe ich, bald wieder in Essen, nach Essen zu fahren und mit euch mitzufeiern. Schönes Schlusswort. Atze, auch dir danke ich wie immer für die Expertise und die Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen auf dem Stauder. Nicht nur hier, sondern auch persönlich an der Hafenstraße. Hoffentlich bald. Sehr gerne. Genau, und wie gesagt, wenn es zum Aufstieg kommen sollte, Erwin, erwarte ich dich und dann werde ich dir definitiv ein riesengroßes Bier spendieren. Das verspreche ich dir hier an dieser Stelle auf jeden Fall. Von mir frisch gezapft, übrigens. Hier frisch gezapft, ich zapfe für euch alle, meinetwegen. Ist mir egal, wenn wir aufgestiegen sind, mache ich alles. Also, in diesem Sinne, lieben Gruß an euch alle da draußen. Stefan Sander in der Regie, auch vielen Dank für die Bebilderung und die Mühe im Vorfeld, wie immer. Und wir verbleiben mit den allerbesten Grüßen und natürlich mit einem nur der RWE. Weiter 0:0 und dann das. Achtung, Oliver Adler in diesem wichtigen Spiel mit diesem Riesenklops. Kuhn dazwischen. Kuhn versucht's und Kuhn schafft's. 1:0, 26. Minute. Und was macht jetzt Adler? Leiden wie ein Hund. Und welch ein irres Ding vom Niederländer.